Kalle und Kevin sitzen auf dem Baum, zocken Minecraft, man glaubt es kaum. Hey, Kalle und Kevin sitzen auf dem Baum, zocken Minecraft, man glaubt es kaum. Woo! Hey, 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 hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Kevin. Und ich bin der Kevin, hallo. Ja, heute bist du mal der Kevin. Heute bin ich mal der Kevin. Das ist deine Ehre. Ich bin der Kalle und das will ich auch nicht ändern, Kevin. Also, lass mich in Ruhe. Ich bin der Kalle, du bist der Kevin. Warum ist mir das so wichtig? Weil mein Ruf kaputt geht, nicht deiner. Irgendwie fiel mir das gerade ein. Hi. Willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Kevin, Freunde. Der dicke Kalle ist am Start. Hallo. Hashtag dicker Typ in die Kommentare, Freunde. Und wir sind das letzte Mal im Video, waren wir ja ganz woanders. Wir haben an dem Abend, wo ihr das Video gesehen habt, das haben wir, nehmen wir immer alles am Wochenende auf, und an diesem Abend haben wir noch ein bisschen gestreamt, und deswegen sind wir nicht mehr in der Wüste da oben auf diesem kleinen Berg, sondern sind hier und haben auch noch mal ein bisschen was gefarmt, deswegen haben wir auch noch ein bisschen Eisen und so im Inventar, und das räumen wir natürlich weg. Und heute, meine guten Freunde, besuchen wir mal wieder den Stamm von YOLO, und hoffentlich sind die da und hoffentlich erwischen wir da jemanden. Aber ich denke mal schon, die kleine aufgelebte Gesellschaft, das sollte ja gar kein Thema werden. Und erstmal ballern wir hier erstmal unseren ganzen Stuff rein, den wir jetzt nicht brauchen. Ich habe hier noch, oh Alter, wie viel Eisenerz ich einfach noch habe. Ich hatte auch ordentlich viel davon. Ich habe aber auch noch was Besseres gefunden als Eisenerz. Oh, Magma-Block. Krass. Ja. Au! Mach das weg. Ach man. So, warte mal jetzt mal. Ja. Ich glaube, damit bauen wir unseren Boden aus, oder? Den Magma-Block. Genau, damit bauen wir unseren Boden aus, ist klar, ey. Ja. Ich mein, Weg zur Schatzkammer, wer überlebt, hat Glück, oder was? Es wäre immer eine heiße Angelegenheit. Badumts. Ja, ja, badumts, genau. So, Kohle, Gold auch erstmal machen, das ist ganz gut. Wir haben Leder, jetzt müssen wir mal kurz gucken, wir haben hier Essen. Ich pack mal ganz kurz, boah, Alter, wie viel Essenszeug wir einfach haben, ne? Ich schmeiß mal gebratenes Rindfleisch hier in den Ofen. Ich habe noch 3 Schilder und deswegen würde ich jetzt erstmal hier oben ein Schild mit Mobloot machen. Warte mal, ja, genau, okay. irgendwie kitzelt irgendwas in meinem Hals, keine Ahnung. Mob Loot. Und zack. Muss mal kurz einen Schluck trinken. Da muss man das gute kleine. Ich habe mir geholt Volvic Juicy. Apfel, Gurke, Basilikum. Klingt mit dem Basilikum ekliger als es ist. Es ist unfassbar lecker. Apfel, was nochmal? Apfel, Schleichwerbung, was? Apfel, Gurke, Basilikum. Ah, Apfel, Gurke, Schleichwerbung. Ach. Ich hab mal Basilikum-Limonade getrunken, und zwar bei Burgerlich. Da hat man das Basilikum richtig rausgeschmeckt. Das war lecker. Mag man kaum glauben, aber das ist unfassbar lecker. Also ich mag Basilikum ja nicht so wirklich. Nein? Obwohl, ich mag eigentlich viele Kräuter, aber Basilikum nicht so. So, hier sind Steine. Dann würde ich sagen, packen wir hier Holz rein. Und hier oben einfach generell erstmal Waffen, / Werkzeuge. Ich wäre auch schon die Wand fertig, die Akazienwand. Achso. Ja, stimmt, du machst gerade die Wände unten, ne? Ja, ja, genau. Jo. So, ich habe hier oben erstmal so das Wichtigste drin. Hier kommen, dann packen wir erstmal das Steak erstmal hier rein. Zack. So, ich packe erstmal alles rein, was da reingehört. So. Und dann nehme ich mir einfach das wieder raus, was ich brauche. Rohes Rindfleisch hier rein. Dann haben wir hier schon 11 Goldbarren. Hier unten haben wir auch schon Eisenbarren. Und ballern das hier nochmal zwischen. Super, top. Stein, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Du, Kalle, kann man kurz runter? Nein. Oh Mann, okay. Sofort, Moment, ich komme. Was wollen wir hier? Wollen wir hier Koppel bauen für den Turm, ja, oder? Ja, ja, würde ich sagen. Ganz normal wie die Turmwände auch. Du hast da so einen komischen Partikeleffekt an deinen Schuhen. Was ist denn das? Hä? Ja, du hast da irgendwelche Partikeleffekte, wenn du läufst bei mir. Ich glaube, da Blasen wären so. Oder Wasserblasen. Du meinst aber nicht das hier, ne? Diese ganz normalen Rennpartikel, oder?
Nee, das sind wirklich Blasen bei mir. Hä? Ja. Also ich sehe bei mir nichts. Komisch. Ja, komisch. Jetzt müsstest du natürlich auch aufnehmen, damit ich das sehen könnte. Hä, toll. Ja, geht nicht. So. Oh, guck mal, jetzt haben wir hier, guck mal, Dings ist schon mal weg. Das heißt, wir können dann hier schon mal das reinschmeißen. Das ist auch bald fertig. Das haben wir jetzt bald ein bisschen was zu essen, weil wir müssen natürlich ein bisschen was zu essen mitnehmen. Wir haben ja gesagt, wir bringen das nächste Mal ein bisschen Geschenke mit, also ein bisschen Essen mit. Und mal, das müssen wir natürlich essen, noch machen. Essen? Ja. Nicht Laub? Nee, das wollten die irgendwie letztes Mal nicht. Ich verstehe nicht, warum. Ach, die meiste Liebe wird gezwungen. Nee, der YOLO sagte ja irgendwie, das schmeckt nicht gut. Er hat dann die ganze Nacht draußen geschlafen. Wahrscheinlich richtig Fettblähungen gehabt und so. Aber die Sache ist natürlich, Dekorationsmöglichkeit ist ja eigentlich auch sehr hoch dann. Ne? Also deswegen verstehe ich das nicht ganz. Ach man, irgendwie kriegt dieses komische Kitzeln im Hals nicht weg. Deine kleine Fee, die du verbrauchst. Boah, weißt du, wie viel Eisen wir eigentlich haben? Ja, ich hab's gesehen. Krass. Ich hab noch nicht mal eine volle Eisenrüstung. Ich schon. Komplett. Aber ich könnte mir mal eine neue Eisenspitzhacke machen. 1, 2, 3. Ich könnte mal verzaubern, ich hab 20 Level. Was wir gebrauchen könnten, wäre mal Holz. Ich glaube, ich gehe gleich nochmal ganz ins Holz holen. Ach, hast du sogar. Perfekt. Natürlich. Schmeißen wir gleich davon ein bisschen was in eine Holzkiste. Zack. Ja, noch ein bisschen mehr, aber... Ach Mann, es ist doch jetzt echt doof hier mit dem Rumgekitzel im Hals. Da werde ich auch gleich sauer, du. Irgendwas wollte ich gerade tun. Und zwar wollte ich gerade... Ah ja, erstmal Eis wieder zurücklegen. Und ein bisschen verzaubern. Mach das. Magie wirken. Und zwar nehme ich Schärfe 2. So, ich muss natürlich mal wissen, wie macht man eigentlich nochmal einen Rahmen? Ich habe wieder keine Ahnung. 8 Sticks und ein Leder. 8 Sticks und ein Leder, dann versuchen wir das mal. Also wenn du kein Bild, meinst, sondern einen richtigen Rahmen mit Item drin. Ja, wo ich ein Item reinpacken kann, ja, genau. Das wäre dann Leder. Wenn du ein Bild willst, dann nimmst du dann statt dem Leder ein... Der Wolle, soweit ich weiß. Mir noch Kokain. Genau, das habe ich halt oben reingetan jetzt. Ich meine bei mir hier unten. Ach so. Wäre nämlich auch mit, falls ich mehr Laub brauche. Nee, weil ich habe doch gesagt, ich möchte gerne von YOLO einmal von seinem Stamm das Kokain in Ehren halten und den TNT-Block. Jetzt muss ich mal gucken, da ist er, TNT. Zack. Damit? Nee, so viel Kokain will ich gar nicht haben. Nee, okay, dann hast du halt... Behalt du mal das. Guck mal, siehst du, hier haben wir dann Kokain und hier haben wir das DNT. Perfekt. Wir müssen die Kiste hier unten noch ein bisschen austreiben, fällt mir gerade auf. Oh, welche Kiste auch immer, aber ja. Hier unten, bei den Öfen. So. Ich würde sagen, wir sind ready zum Loslaufen. Ich habe nämlich jetzt das ganze Essen gebraten. Was wollen wir denen geben? Laub! Puff, nee, nicht Kokain. Ich würde sagen, wir nehmen 10 Hammelfleisch und, ich habe noch so ein paar Steaks. Oh. Ja, 10 Steaks. So, ich würde sagen, 10 Hammelfleisch, 10 Steaks. Wie wäre das ich mit Eiern? Ich selber nehme mir auf jeden Fall... Ja, ein paar Eier können wir denen auch schenken. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ich selber nehme mir jetzt 10 gebraten Hammelfleisch für mich mit. Ich gebe ihnen auch noch einen Bogen. Okay. Halt mal, vielleicht ist es doch keine gute Idee. Da habe ich mir auch gerade gedacht. Willst du das wirklich machen? So, guck mal, perfekt, alles super. Ich könnte ihnen natürlich Kakteen geben, die, wenn sie schon noch nicht so leben. Die haben doch selbst Kakteen, Mensch, die wohnen doch in der Wüste. Ja. So, haben wir noch irgendwas Schönes, was wir denen denn schenken können? Guck mal, wir könnten noch theoretisch ein kleines Weizenpaket noch zusammenschnüren. Und ich gebe ihnen ein... Mann! Ich gebe ihnen ein kleines Hausstarterpaket. Das
in Zylith eine Stellenkugelstufe. Was ist denn mit einem Beobachter? Eine Akazienholzstufe, eine Werkbank, ganze drei Öfen und eine Tür. Oh, du bist aber herzallerliebst. Ich guck gerade noch, aber irgendwie, sonst fällt mir jetzt nichts mehr auf, was wir da noch mitnehmen könnten. Hast du Eier schon genommen? Ja. Okay. Dazu kriegen sie noch Laub. Okay, ich bin fertig. Ja, ich gehe jetzt nochmal ganzes nach oben und hole nochmal ein bisschen. Obwohl, warte mal, wir haben hier unten in den ganzen Kisten Weizen verteilt. Guck mal, hier ist ein Weizen drin, hier ist ein Weizen drin und hier in der Kiste ist auch Weizen drin. So, vier Weizen nehmen wir noch mit und ein Buch. So, dann würde ich sagen, let's go! Was für ein Buch ist das denn? Ein ganz normales Buch. Da können Sie dann von mir aus gerne Ihre Sachen reinschreiben, wenn Sie irgendwas haben. Ich hab gedacht, wenn du schreiben den können. Vielleicht einen Duden oder so. Duden? Ja, ein Duden. Hey, eigentlich wäre das eine Idee, ne? Ja, aber kennst du... Das nächste Mal vielleicht. Sie können doch sowieso nicht reden, oder? Ja, aber reden ist ja nicht, dass sie nicht lesen können. Vielleicht kann ja Yolo denen das Lesen beibringen. Und zeigt denen irgendwie mit seinen Fingern, was welches Wort bedeutet, damit sie es verstehen oder so. Ich meine, auch dumm sind die ja nicht. So ist es nicht. Dumm sind die ja nicht. Und ich glaube, wir haben es ganz gut getimed. Wir haben nicht ein schönes, nasses, diesiges Wetter. Und es kann sogar sein, dass wir zum Anbruch der Dunkelheit im Dorf ankommen bei denen. Ich habe vergessen, wo es lang ging. Ja, doch, da genau. Durch diesen riesen Berg müssen wir durch. Durch diesen riesen Berg. Ich freue mich schon auf YOLO. Das war, weiß nicht, irgendwie, das ist so, ja, keine Ahnung, man kann so sagen, es hat sich eine kleine Freundschaft draus entwickelt, ne? Ja. Ich mag ihn, aber wie gesagt, alleine, wenn man sich überlegt, so die Anfänge, ja, wie er nicht reden konnte und jetzt, er hat das so schnell gelernt und hat das so schnell verstanden, einfach genial. Die sind so schlau, diese Zivilisation, finde ich richtig gut. Ja, seine Idee auch von Anfang an hochzujagen ist auch relativ gut gewesen. Uns hochzujagen? Ja, wie gesagt, die sind schon weit fortgeschritten eigentlich. Also die haben schon Ahnung. Wir müssen hier durch, dieses Loch hier. Genau, hier ist dieser See. Und dann sollte rechts von uns jetzt der Turm sein. Da oben, ja, ich seh's. Also theoretisch wäre es eigentlich doch schlauer, oben wieder lang zu laufen. Weil du bist ja irgendwie das letzte Mal irgendwo abgehauen und da warst du ja oben. Das heißt, theoretisch wäre das ja eigentlich schlauer für uns. Anstatt da wieder irgendwo den Berg riesig hoch zu kraxeln. Ich glaube, dann bin ich aber irgendwo den Berg auch wieder runtergefallen. Meinst du? Wir können versuchen... Da kommen wir auch nicht weiter. Um Gottes Willen. Wir müssen ja auf den Berg da hinten. Wir müssen hier, nach hier oben müssen wir. Ich habe eine Idee. Ja, du auch? Huch. Entschuldigung? Und mich lässt sie einfach alleine, oder was? Naja, die Treppe ist da. Ist noch ein Skelett. Oder ein Skelett hier. Huch. Ja, perfekt. Und hier vorne steht Hai. Hast du das gegen gebaut? Ja, als ich damals abgehauen bin. Hast du aber falsch gebaut. Also im Endeffekt, für die heißt es dann I. So nach dem Motto, hier lang geht es I. Wir kommen rein, Hai. Wow, wollt ihr jetzt abhalten, damit die uns nicht folgen? So, I, da hinten ist I, ist nicht gut. So, hallo! Moin! Lolo! Yolo, hallo! Ah, hey! Kevin! Da, Kevin, jawohl! Hi! Ihre Mauer siehst du so noch nicht sicher, aber hi. Ei, ihr habt ja eine richtige Mauer gebaut. Hallo, Kevin. Hi, YOLO. Ja.
Hallo YOLO. Alles gegen die Zombies. Jawohl. Wo sind deine anderen Leute? Die schlafen noch gestern lange. Hulu, hulu, hulu ums Feuer und naja. Ach so. Aber König ist wach, ja? Jo, lass mal. Hallo, hallo. Ja, hallo. Warte mal. YOLO, ich gebe dir hier Geschenk. Auch von mir Geschenk. Ich habe gesagt, ich bringe mit. Ja, scheint die Taschen gut voll zu haben. Ja, hat er nicht so wie wir eine riesen Rüstung, ne? Das passt nicht so viel rein, so eine Lendenshorts. Ich will ja auch dem König was anbieten. Achso, ich hab jetzt natürlich, ja. Hier, ich hab auch noch. Ich hab was. Und zwar: erstens, das Wichtigste von allen. Ah. Jo. Oder so. Perfekt. Nein, Kevin. What? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das ist jetzt, was? Hallo. Meth. Meth, hast du das gesehen? Ja. Sag mal, was ist denn mit euch verkehrt, YOLO? Aber ihr nehmt viel Drogen? Ja, für die schönen Nächte. Herr Hulu Hulu ums Feuer, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber es hat sich nicht viel verändert. Ihr habt einen großen Wall hier gebaut. Also das ist natürlich schick. Ja, war zu viel los. Und viele Krieger sind gestorben. Deswegen haben wir nicht mehr so viel Verteidigung. Naja, stimmt. Als wir ja gekommen sind, waren ja sowieso nicht mehr so viele Leute da, ne? Ich verstehe gar nicht, wie so viele Leute sterben können. Na, daran sterben wir nicht. Nur Kevin ist so doof. Okay, ich würde sagen, in diesem Sinne erstmal, haut da rein, Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben, wir sind jetzt weg, wir wünschen euch was, macht's gut, auf Wiedergeschauen, ciao!